So, herzlich willkommen zu einem neuen Mass Effect 3 Part. Wir sind gerade frisch auf dem Mars angekommen. Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Für Mars-Verhältnisse eigentlich ziemlich durchschnittlich. Also ist das... Freut mich, dass Sie so optimistisch sind. Reaper erobern die Erde, die Station hier ist offline. Ein kleiner Staubsturm ist wirklich das geringste unserer Probleme. Das sehe ich ganz genauso. Aber ich meine, sonderlich klein sieht er jetzt nicht aus. Geht's hier irgendwo lang? V drücken, um das Einsatzziel anzuzeigen. Hier. Ah, sehr schön. Was ist das? Oh, hier ist sogar eine neue Waffe. Oh, V, was ist hier jetzt schon wieder? Sergeant Reeves. Er hat vor seinem Tod keinen Widerstand geleistet. Weiter. Nicht so wichtig. Aber... Hier stimmt etwas nicht. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. Verstanden. Na, was reden die denn jetzt so viel? Ich will jetzt weiterlaufen. Warte ja immer noch auf einen Gegner. Ich bin gerade auch schon Level 3 geworden. Heilige Scheiße. Sie richten Sie hin. Ah, okay. Irgendwie ist das jetzt nicht so praktisch. Kann ich jetzt einfach auf die schießen? Jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Ja gut, wenn Sie jetzt wissen, dass wir hier sind, war es, denke ich mal, nicht so gut. Aber es ist mir jetzt auch relativ egal. Komm hoch, Mensch. Oh, eine Granate. Ich hoffe, sie trifft mich hierdurch nicht. Sehr schön. Och, Mensch. Kopfschuss. Wo ist noch einer? Und, komm. Mensch, das gibt's doch nicht, dass ich ihn jetzt so nicht treffe. So, nächster ist weg. Ein paar Schüsse habe ich ja noch. So, komm, jetzt löst dich doch aus der Deckung. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Ups, ich bin auf die F-Taste ein paar Mal gekommen. Jetzt bin ich auch noch auf den WASD-Tasten verrutscht. Von Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Oh. Cerberus? Cerberus. Gute Frage. Sie wissen's nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen. Mensch, wer schreibt mir denn gerade die ganze Zeit? Das nicht. Aber wenn eine zwielichtige Terrororganisation eine unserer wichtigsten Forschungs... Achtung! Und noch mehr welche. Cerberus, falls es wieder jetzt jemand nicht weiß, das ist eine sehr, sehr wichtige, ja, wie soll man sagen, Firma oder ein wichtiger Bestandteil der ersten Teile. Bloß ist es jetzt schwer, da grob alles zu erklären, was Cerberus genau ist und was die gemacht haben. Dazu muss man wirklich schon die ersten beiden Teile kennen. Und ich kann leider nicht bei, oder für jeden, der irgendwas aus den vorigen Teilen nicht kennt, nachholen. Weil das schaffe ich A, zeitlich nicht und B, ist der Umfang einfach auch viel zu riesig von den ersten beiden Teilen. Ja, da sind nur ein paar Fahrzeuge. Sie müssen Hilfe von innen gehabt haben. Da könnten Sie recht haben. Um diese Anlage einzunehmen, muss einer schon mindestens mit einem Bataillon ankommen. So, dann gucken wir nochmal, wie es jetzt weitergeht. Aktivieren. Ist das jetzt einfach nur ein Eingang? Eine klare Antwort. Ein Fahrstuhl? Cerberus tritt zwar für die Menschen ein, ist aber kein Freund der Allianz. Warum sind die wohl hier? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Da ist irgendwas, da muss was sein. Ich habe nicht für sie gearbeitet, sondern mit ihnen. Und das ist auch vorbei. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt hier sind oder was sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Wir haben viel durchgemacht. Ich sollte mich nicht derart erklären müssen, Kailan. Gut, dann war es jetzt mehr oder weniger doch etwas wie ein Fahrstuhl. Sehr schön. Dann gucken wir uns doch mal hier das ganze Geschehen von innen an. Das tue ich. Tut mir leid, ich wollte nicht... Und ich hätte nicht die Schnellfeuerwaffe gegen eine Shotgun eintauschen sollen. Das, oder da ärgere ich mich gerade ein wenig. Nicht schlecht.
Die kennt sich also mit den schönen Fähigkeiten aus. Sowas kann man doch im Team immer gebrauchen. Zumindest irgendwie als Partnerin. Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Sehr schön. Was Besseres Shepard, kann einem doch nicht passieren. Der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara? Auch bekannt aus dem ersten und zweiten Teil. Als die Berichte kamen, war der Angriff schwer? Ja, es war schwer so, wegzugehen. Kaidan, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja? Halleluja. Endlich Antwort. Ja, wird auch langsam mal Zeit. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Also ehrlich gesagt klingt es für mich ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und was mächtig genug ist, die Reaper zu vernichten? Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Oh, jetzt wird ja eine Tür aufgeschweißt. Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Kümmern wir uns drum, oder wie, oder was? Ich bin für alles bereit. Ich kann Sie hören. Los, Deckung! So, da kommen sie doch schon. Und immer wieder schön direkt auf den Kopf. Alles andere ist natürlich auch mehr als dürftig. Oh. Ja, blöd, dass meine Waffe jetzt einfach... meine Pistole ist jetzt... Nee, doch nicht. Ja, die war doch gerade leer. Naja, dann ist es halt so. Finden die sich hier noch alle in Deckung? Ah, und... Nachladen, huch, jetzt greifen die mich schon so an. Komm, einer von euch soll jetzt hochkommen. Ich puste euch die verdammte Birne weg. Ich kann Singularität einsetzen, um sie rauszuziehen. Ja, dann hau rein. Selektionsmenü anzusehen, linke Umschalttaste. Wie, wo, was? Ach so, Techpanzerung. Ah ja, stimmt, das gab's ja alles noch. Wo war ihre Kraft? Erste Hilfe, werfen. Ah, das Menü sah doch mal anders aus. Hä, wow, jetzt bin ich gerade ein bisschen konfus. Oder... Oder wie, oder wo, oder was? Warum kommt hier jetzt keiner? Mann, warum kommt er denn jetzt nicht einfach kurz aus der Deckung? Das kann doch jetzt nicht sein. Ich hab doch Umschalttaste, aber warum kann ich ihre Fähigkeit ja nicht aus? Geht doch, endlich, jetzt. Meine ich doch. Ah, hab mich verguckt, tut mir leid. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. Ja gut, jetzt wird einem hier mittlerweile alles angezeigt, wie es nun mal konsolenüblich ist. Ach Mist. Es muss noch einen anderen Weg nach oben geben. Gibt's hier nicht erstmal noch Munition? Erste Hilfe haben wir hier auch. Können wir auch gleich an uns nehmen. Die Erfahrungspunkte nehmen wir dementsprechend auch sofort mit. Und hier oben befindet sich dann einfach eine stinknormale Treppe. Oder auch nicht. So. Was mache ich hier denn jetzt? Nee, kann ich nicht. Oder komme ich hier so lang? Nee, ne?
Ne, so schmeiße ich mich nur. Schade. Mensch, wo muss ich hier denn jetzt lang hoch, wie auch immer? Kann ich hier irgendwas auswählen? Nein. Hier kommt man natürlich auch nicht hoch. Leider. Oh, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt gerade den Weg nicht finde. Also der Ansatz hier ist auch schon falsch. Aber hier habe ich gerade wenigstens schon mal einen Überblick, wie man es schaffen könnte. Aber ich habe keine Ahnung. Oh, das gibt es doch nicht. Was ist denn das? Oh Gott, ein Lag. Der war jetzt ein bisschen blöd. Naja. So, wo wollte ich jetzt... Kann man... Oh, das kann man auswählen. Sehr schön. Wie ist Cerberus in die Anlage reingekommen? Weiß nicht. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und jetzt hier rüberhüpfen? Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Und hopp, einmal rüber. Möglich ist natürlich alles. So, kommt ihr? Ist hier oben noch irgendetwas? Hier blicke ich mich auch noch einmal ganz kurz um. Na, sieht nicht danach aus. Dann gehen wir doch, bevor ich hier durch die Tür gehe, auch nochmal rechts lang. Aber auch hier befindet sich nichts Großartiges. Dann können wir nun endlich die Tür öffnen. Oh. Und einmal rübergezogen. Sehr schön. Das ist doch mal eine geile Funktion. Komm hoch, mein Freund. Was wollte ich jetzt machen? Genau, die Waffe einmal wechseln. Oh, Mann. Und den holen wir doch einfach mal wieder mit ihrer Fähigkeit raus. Och, schieß doch auf ihn. Ist er jetzt tot? Sehr schön. Gut, hier ist noch dieses Feld gewesen. Das müssen wir jetzt im Groben und Ganzen geschafft haben. Hier geht es nicht runter, sondern einfach hier ganz normal den Gang weiter. Wir brauchen Zugang zu dem Laufband. Die Steuerung muss in der Nähe sein. Hier wahrscheinlich, ne? Och Mann, das mit der Deckung regt mich ein bisschen auf. Immer wenn man laufen will, deckt er sich direkt irgendwo. Einfach hier mal alles aktivieren. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Sehr schön. So, weiter geht's. Wobei, ich werde die... Ja, komm, Bewaffnung ändern. Ja, komm, hau rein da. Und das hier nochmal kurz an mich nehmen. Und die Maussensibilität wieder ein ganz bisschen runterschrauben. Die habe ich vorher ein bisschen hochgeschraubt, aber dann sind die Bewegungen, finde ich, so unflüssig. Und dann, ja, mache ich so hakelige Bewegungen. Dann bewege ich mich ein bisschen langsamer, aber dann ist das für euch leichter mit anzusehen, bevor ich hier immer so eklige, unscharfe Bewegungen mache. So, fühlt sich auch noch relativ gut an. Es geht wieder nach draußen. Na, sieht man zum Glück noch nicht so ganz, dass der Sturm schon näher kommt. Aber was man sieht ist... Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Ja. Dann wollen wir genau dahin. Was man auf jeden Fall sieht... Oh. Schlecht. Der Sturm verursacht Störungen. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre sie gewaltsam geöffnet worden.
Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Upsala. Das war wohl eine Special-Fähigkeit von mir, wie auch immer. Jetzt schaltet sich das Taschenlampenlicht ein oder allgemein die Taschenlampe. Sie sind aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin war. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal, sogar für Cerberus-Verhältnisse. So, Simon, Simon Wannabe, Wannabe, an Cameron Harrison, Cam. Wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde. Die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Simon bzw. Simon? Gut, dann... Hat es vielleicht doch etwas mit der Frau auf sich, die hier neu hergekommen ist? Oh. Wie lautet unser Befehl? Hier drin sind irgendwo Allianz-Soldaten. Wir müssen sie vom Kern fernhalten. Nächsten Raum überprüfen. Da drin ist es dunkel. Ja, die soll mal herkommen. Nein, außer sie wollen diesen Raum auch noch dekomprimieren. Ich sehe niemanden. Los! So, hätten die jetzt nicht das Wort dekomprimieren gesagt, hätte ich das jetzt nicht probiert. So, sehr schön. Das war jetzt auch wieder eine Fähigkeit von mir, also nicht wundern. So, auch umgeschossen. Ist hier noch irgendwo einer? Ja, da hinten. Kann sie ihn schon wieder rausholen? Och, immer genau dann, wenn ich nachladen muss, ist das ätzend. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Sehr schön, so. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Hey, eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Oh, hatte ich doch recht. Oder meine Vermutung hat sich zumindest bestätigt, dass dieses verdammte Miststück sich hier jetzt doch gegen uns gewendet hat. Oder hier zumindest irgendein Mist gebaut hat. Das ist natürlich verdammt hinterhältig. Arbeitet vielleicht für Cerberus. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Geben Sie sich nicht die Schuld. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Ich habe viel, wofür ich lebe. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was sie verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will Ihnen glauben. Ja, dann tu das doch. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. So, bevor es jetzt großartig weitergeht, werde ich hier vorübergehend erstmal den Part beenden. Wir sind mittlerweile Level 5. Und damit werden wir uns auch im nächsten Part auseinandersetzen mit den Levelaufstiegen. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal.